Wer Kinder hat, der hat nicht nur jede Menge zu tun, sondern auch jede Menge Lustiges zu erzählen. Da ahnt man, was passiert, wenn ein Komiker und Kabarettist Vater wird. Ingolf Lück schrammt in seinem Alltag täglich am ganz normalen Wahnsinn vorbei. Stoff genug für ein komplettes Bühnenprogramm dieser Tage in der Frankfurter Käs. Wenn Rock'n'Roll bedeutet, infernalischer Lautstärkepegel in der ganzen Wohnung, nicht wissen, was morgen ist und mindestens dreimal in der Woche Kotze wegwischen, dann ist doch ein Familienleben mit Kindern 10-mal mehr Rock'n'Roll als eine Welttournee mit AC/DC. Ha? Ingolf Lück in der Frankfurter Käs One-Man-Show. Es geht um seine Kinder. 2 Stunden lang erzählt der Familienvater vom täglichen Rock'n'Roll zu Hause. Lück im Glück. Glück im Glück, der hat Familie, der ist 50 geworden, der ist Vater, der ist Ehemann. Und dann kommen die ganzen Aber. Und davon handelt unser Abend, davon handelt unsere kleine Selbsterfahrungsgruppe für Eltern, Menschen, die Eltern sind, die Eltern werden wollen oder deren Kinder auch schon aus dem Haus sind und die sich dann natürlich erinnern können. Steffi zum Beispiel ist die Mutter von Benedikt, dem neuen Freund meines Sohnes. Letzten Freitag brachte die Steffi den Benedikt bei uns vorbei. Um ein Haar hätte ich sie ganz sympathisch gefunden. Aber dann gab sie mir die Liste. Nichts Süßes, kein gespritztes Obst, keine Milchprodukte. Bei den Steffis Familie neigt man zur Laktoseallergie. Keine Tomaten, keine Kiwis, kein Fernsehen. Wer im Benedikt aufs Klo muss, feuchtes Toilettenpapier benutzen. Bei den Steffis Familie neigt man zur Hämorrhoidenbildung. Sie selbst schließt sich da nicht aus. Oh, vielen Dank für die Information. Ja, danke schön. Ja. Stoppersocken! Stoppersocken, Herr Lück! Stoppersocken! Also super. Eigentlich wie man ihn so aus dem Fernsehen kennt. Ja, ich finde die Spontanität gefällt mir einfach, ja, weil er halt immer wieder auch abwechselt, damit keine Langeweile aufkommt. Ich muss ja auch sagen, so einen Menschen live zu erleben, zeigt noch mehr von seiner Größe. Schön. Ingolf Lück fährt in den 2 Showstunden in Frankfurt tatsächlich zur Höchstform auf. Eine Tanzeinlage mit Michael Jackson, Moonwalk und Breakdance. Lück ist wirklich lustig und man ist überrascht, was er alles im Repertoire hat. Einschließlich Schwebel-Yoga-Sitz. Gefällt uns sehr, gell? Sehr. Wir lachen uns Tränen. Super. Sehr gut. Wir sind jetzt zum 2., 3. Mal hier, aber das ist das Beste, was wir jetzt gesehen haben. Ich finde es unglaublich von ihm, dass er das macht, in so einem kleinen Kreis und so. Denn ich kenne ihn schon lange vom Fernsehen, ja. Das ist ja eine Größe. Ja. Meine Frau ist wie meine Lieblingsplatte von Pink Floyd. Über 40, mit einer Menge Kratzern. Ich kenne sie in- und auswendig. Und ich kann sie auch nicht jeden Tag hören, aber... aber ich verleihe sie nicht. Niemals. Das Publikum liegt ihm zu Füßen. Ingolf Lück live in der Frankfurter Käs zu erleben ist grandios. Lück im Glück ist Glück für alle. Leider erst im März wieder im Rhein-Main-Gebiet.